So, da sind wir auch mal wieder bei Zelda, Skyward Sword und Fei will mir immer noch sagen, dass meine Herzen sich drastisch verringert haben. Und Fei, glaub mir, das habe ich selber festgestellt. Aber jetzt kann ich zumindest sagen, ich mache eine 3-Herz-Run. Ich bin witzig. Naja, wir sind im letzten Part bis hierher gekommen. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen über die Lava, Boot fahren. Also Stein fahren eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, wir fahren Stein, wir können das. Wir fahren nicht Boot, wir fahren Stein. Das machen wir ja jeden Tag, das ist das Normalste auf der Welt. Moment, man müsste Gestein nicht eigentlich untergehen? Jetzt habe ich gerade so eine Logiklücke gefunden in dem Spiel. Ach, ist mir scheißegal. Es macht Spaß. Das ist die Hauptsache. Solange ein Spiel Spaß macht, ist Logik nicht notwendig. So, Moment, jetzt wollte ich mal... Ah, der kommt da gar nicht hin. Der kommt da wirklich nicht hin, oder? Doch, der kommt da hin. Wir müssen nämlich diesen Schalter... müssen wir aktivieren, damit wir... da eine Strömung hinbekommen. So, dass der Stein, auf den wir gleich müssen... schwimmt. Und nicht direkt untergeht, weil er sich nicht bewegt. Was auch irgendwie logisch ist. Weil normalerweise, je mehr Bewegung, desto mehr Reibung, desto wärmer. Und das könnte jetzt ziemlich warm werden, wenn ich da nicht sofort das Teil da ausmache. Habe ich aber hingekriegt. Ich glaube, die Herzen, die da sind, die hole ich mir mal lieber, weil dieses dieses Piepen, das nervt mich sowas von. Es ist wirklich schlimm. Das nervt sehr doll. Naja. Was ich noch sagen wollte, ich liebe es, wenn ich mich verspreche. Ich schätze mal, ihr habt schon gemerkt, dass sich meine Videos zurzeit viel mehr auf Zelda Skyward Sword beschränken, weil wir sind ja schon so gut wie da durch und irgendwie habe ich gerade richtig Bock auf Zelda. Alter, ich wollte gerade sagen. Ey, Moment. So. So. Man kann die also auch mit dem Schwert einsammeln. Also man schneidet sie mit dem Schwert ab, aber man kann sie danach auch mit dem Schwert einsammeln. Ja, ist klar, ne? So, jetzt haben wir hier eine kleine Abkürzung geöffnet. Und ich schätze mal, ich hoffe mal, die werden wir nicht so oft in Anspruch nehmen müssen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nope. Da fällt mir auch gerade ein, ich glaube, hier musste man irgendwie... Ich will es gleich mal testen. Aber rein theoretisch könnte ich da ja mal ein paar von diesen Fledermäusen mitnehmen. La, 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 la. Ich erwische natürlich keine ein. Doch! Eine erwische ich. So, hier den Schalter an. Dadurch machen wir nämlich auf der einen Seite die Strömung aus und auf der anderen Seite machen wir die Strömung an. Das ist überlebensnotwendig. Ansonsten würden wir hier nämlich, also wenn wir dann nach da hinten geschwommen sind oder gesteint, ich sag jetzt einfach gesteint so, würden wir ja da hinten nicht weiterfließen. Wir würden einfach untergehen, oh mein Gott. Irgendwie muss ich ja diese Fledermäuse erstmal killen, killen. Killen. Oh, zwei auf einmal. Ich bin ja richtig gut. Ich bin ja richtig gut. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, das war jetzt die Stimme aus Traumschiff Surprise hier. Wie hieß er denn? Jens Stars. Alias Stars. Ach, Arschleckenrasieren 350. Ich habe keine Ahnung. Wie hieß er denn? Lord Maul oder so hat er genannt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Film das letzte Mal vor vielen Jahren geguckt. Ja, vor vielen Jahren. Wenn wir hier so schön durch die Gegend schwimmen, laber ich hier irgendeinen Müll, der eigentlich gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. Naja, ich schätze mal, das sind die meisten von mir gewohnt. So, jetzt könnte es ein bisschen problematisch werden. Denn jetzt fängt nämlich gleich an, diese Plattform hier unterzugehen. Und wir müssen so schnell wie es geht noch hier rüber. Und das schaffen wir sogar. So, jetzt machen wir wieder mit dem Greifkäfer. Machen wir... Huch, was war denn das? Machen wir jetzt auf der anderen Seite die Strömung wieder an. Achtung. Aha. Denn ansonsten würden wir gleich nicht anständig da lang schwimmen. Und ich weiß, dass da 100 Rubine sind, aber die ignoriere ich jetzt mal. Gekonnt. Oh mein Gott. So. Reicht, 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 reicht. Glück gehabt. Die könnte ich ja rein theoretisch gleich mal mit dem Greifkäfer holen. Allerdings müssen wir jetzt erstmal ein paar
Huch, das hat mich jetzt erschrocken, dass da die Plattform hochging. Dabei wusste ich es ja eigentlich. So. Oh mein Gott. Lad den Himmelstrahl auf, Link. Und schlitzt das Viech auf. Hat er gemacht. So, vielleicht kriegen wir ja sogar das... Haha, das Herz haben wir gekriegt. Hier werden wir gleich übrigens das erste Triforce-Fragment bekommen. Ich sag einfach mal Fragment. Oh mein Gott. Stirb. Weil... Ja, es ist kein Triforce, sondern es ist das Triforce-Fragment. So, hier müssen wir uns mit dem Greifhaken und schwupp. Da sind wir eigentlich schon fertig. Nicht mal einen Schritt gemacht und schon ein Nervpfeil wieder. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast das Wappen erreicht. Stoße dein Schwert in das Wappen und du wirst zum Triforce geführt. Oh, das finde ich aber toll, toll, super toll finde ich das. So, Moment. Aber vorher will ich nochmal die Abkürzung freilegen. Weil wenn wir dann irgendwann mal wieder zurück müssen, ist das ziemlich doof, wenn wir dann nochmal den ganzen Weg über die Lava und so nehmen müssen. Deswegen machen wir das lieber so. Wir können jetzt nämlich von hier, da sind wir reingegangen, hier hochklettern und hier einfach mal über die Lava. Also über die Lavaflüsse. Über die rosa-roten Flüsse. Nein, die sind mehr so gelb-rot. Hm. So, das mal ganz kurz auch noch öffnen. Man darf ja nichts unerledigt lassen. So. Ich habe das Zeichen aufgeschlitzt. War schon wieder Siren? Epische Musik. Und guckt euch das an. Oh, meins! Du hast das Triforce der Kraft erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Ja, das Triforce der Kraft, jeder weiß es, das ist normalerweise das, was Ganondorf hat. Sammle zwei weitere Artefakte, um das Triforce zu vervollständigen. Ich dachte, es gibt vier Teile. Deswegen wohl Triforce. Und nicht Quadforce. Quadforce, das wäre auch mal was. Hört sich irgendwie nach so einem Rennspiel an, oder? Quadforce? Ja, doch, das hört sich nach einem Quad-Rennspiel an. Quad-Rennspiel? Ja, ja, irgendwie so. So, sind wir gleich im nächsten Gebiet. Feuer, das ist doof. Okay. Oh, Lava-Blub. La, 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 Lava-Blub. So. Gehen wir mal hier rein, mal gucken, was da so ist, weil da war ja der Schweg versperrt. Jo. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier was passiert. Nicht. Okay, wir müssen jetzt die Bombe nehmen und hier unten langwerfen, weil da hinten sind Steine, die müssen wir wegbomben. Und ich denke mal, wir können jetzt schon hinterher. Wow. Ich habe mich in die Cutscene gebackt. Das habe ich auch noch nie geschafft, oder? Oh, Monster-Lava-Blub. Tot. Sie sind alle verdorben. Nee, gestorben. Ich bin so toll. So, mal gucken. Was müssen wir hier machen? Da kommen wir nicht weiter. Also. Okay, einfach nur die Tür öffnen. Und das war's auch schon. Oh, okay. Okay. Meine Güte, ist doch gut. Oh, ich habe gerade so auf den Bildschirm vom PC geguckt und es war scheißend dunkel gerade. So, Link. Du triffst jetzt das Loch, ne? Und dann gehen wir schnell da durch. Unsere Energieleiste. Ah, schon besser. Okay. Und den Gegner stellen wir uns natürlich. Aber irgendwie habe ich gerade Lust, ihn per Himmelstrahl. Oh, bringt nichts. Okay. War jetzt ein bisschen aggressiv von dir, du. Oh Gott. So, abgelenkt und der ist tot. Das ging schneller, als ich dachte. Eidechsenschwanz. Ich finde das immer noch irgendwie ein bisschen eklig. Ah, naja. Okay. So, Herzen brauchen wir keine mehr. So, was gibt's hier zu... Ich weiß, was es hier zu tun gibt. Hier gibt's einen Stein. Finde die leuchtenden Steine. Schlage den untersten zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Schlage den untersten zuerst. Okay, mit Bomben erstmal hier. Hup! Ja. Es hat geknallt. Aber das ist nicht der unterste, falls ihr das jetzt denkt. Ja, sieht man, da ist noch was. Aber den zu treffen ist kompliziert. Irgendwie so war das, glaube ich. Hopp. Hui. Nee, der geht daneben. Soweit ich weiß, muss man sich hier auf die Plattform stellen oder auch nicht. Ich versuch's einfach mal. Wenn wir so...
Die trifft nicht. Die rutscht einfach dran vorbei. Und das Problem ist, wenn wir hinterher rutschen, sind wir tot. Also mal gucken, was man machen könnte. So vielleicht? Nee. Mann. So? Was war das denn? Die ist ja mitten in der Luft einfach abgespeckt. Da hoch kommen wir nicht. Hm. Interessant, interessant, interessant. Sonst hätte ich gesagt, könnten wir da hoch und von da aus dann vielleicht versuchen runterzuwerfen, aber ich glaube, das wird eh nichts. So, jetzt ist ein bisschen kompliziert, gebe ich zu. So. Nee, die ist zu lahm. Oh, Mann. Ein, zwei Versuche nochmal und dann gucke ich mal, ob wir nicht unten doch irgendwie was hinkriegen. Oh, die war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sekunde mal, was passiert, wenn wir werfen? So. Nee, wird nix. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geronimo! Ich dachte, ich könnte da raufspringen, damit ich dann von da die Bombe legen kann und dann wäre ich in Lava gesprungen. Oh shit. Oder geht das irgendwie von hier? Ich bin total verwirrt. Die hat zu wenig Schwung, wetten? Ey, ein ganz kleines bisschen mehr. Dann klappt's. So? Bitte. Nicht. Okay, wo kriegen wir Bomben her? Bestimmt von vorne irgendwie. Da könnte man dann weiter, schätze ich mal. Bomben, wo kriegen wir Bomben her? Da können wir also wieder verschieben. Okay, das ist ja alles schön und gut, ne? Aber, Bombis. Na komm, Link. Dann müssen wir uns eben da diese Bomben holen. Aber wie zur Hölle soll ich das machen? Ich muss da irgendwie einen perfekten Wurf rauskriegen, oder? Ich hätte sonst keine Ahnung, wie ich das machen soll. Na komm. So. 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 Na komm, die drei kriegen wir noch. So. So. Und so. So, und jetzt gut überlegen. Wie zur Hölle können wir die Bombe werfen, dass sie da unten perfekt ankommt. Ich krieg einen Anruf. Ich würde sagen, ich beende hier mal schnell den Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.